Ich würde jetzt das Team vorstellen, das wir hier heute haben. Wir haben einmal den Herrn Wiegand, kennen Sie alle, der hat Sie nämlich eingeladen, betreut uns wunderbar mit der Presse. Mario Loraschi ist unser Oberritter, der Geschäftsführer der Cavalcade, einer der besten Ausbilder von Pferden, meiner Meinung nach weltweit, und ist unser langjähriger führender Ritter in der Arena. Daneben sein Sohn Marco wird dieses Jahr die Hauptrolle spielen. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Da steckt ein Riesentalent drin, das wir zum ersten Mal wirklich in der Arena voll erleben werden. Johannes ist seit vielen Jahren unser Arenasprecher. Ich komme gleich zu dir zurück, du übernimmst ja dann. Ja. Frédéric Laforêt, unser schwarzer Ritter, dieses Jahr auch zum ersten Mal im Regie-Team mit dabei. Es hat einen Riesenspaß gemacht, die Show mit ihm zu bauen. Und ich glaube, das wird man auch merken, dass sein Input dabei war. Frau Hoffmann kümmert sich quasi um das ganze Festival, das in Kaltenberg stattfindet. Das ist ja nicht nur ein Ritterturnier, es ist letztlich 8 Stunden lang auf allerhöchstem Niveau. Ritterturnier, mittelalterliche Unterhaltung von Künstlern, Marktständen, unglaublich viel Gastronomie. Und hat jetzt auch viel zu kämpfen mit Leuten, die sich geändert haben. Aber es hat viel neues Talent, wurde gesichtet, und ich glaube, die Zeit wurde wirklich gut genutzt. Von meiner Seite würde ich jetzt noch den Johannes fragen, weil der kann sich nicht selber fragen. Du bist bekannt aus Filmen, Fernsehen, aus unzähligen Hörbüchern. Das sind aber alles Studioarbeiten. Und bei uns stehst du live vor 10.000 Leuten in der Arena. Und das schon zum 6. Mal. Was fasziniert dich daran? Naja, ganz naheliegend genau das. Also ich bin gerne in meinem Studio und mit meinem Tontechniker alleine, aber ich liebe es, zu spielen und Teil eines großen Ganzen zu sein. Und das ist Kaltenberg. Es ist ein Wahnsinnsspaß, aber es ist auch viel Arbeit dahinter und es erfüllt einen sehr. Ja, also mich erfüllt es total. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar Proben gesehen. Wir haben auch viel zusammen gedacht, was man machen könnte mit dir in der Arena. Und deswegen, was ist denn dein Highlight dieses Jahr? Okay, das ist ganz einfach. Ich hatte mir immer gewünscht, mal selber kämpfen zu dürfen oder reiten zu dürfen. Und bei Reiten hat Prinz Heinrich gesagt, auf gar keinen Fall. Ich kann aber reiten, aber ich darf dieses Jahr kämpfen. Und das ist total geil. Also darauf freue ich mich wahnsinnig. Die Stunt-Leute helfen mir auch sehr dabei. Und ich bin mit YouTube ständig schon am Trainieren. Es ist ein Stockkampf. Bin gespannt, ob ich es schaffe.